Hallo, ich bin der Roland. Und wir sind heute im Voralpengebiet unterwegs von Bad Aibling aus. Bad Aibling ist ein guter Ausgangspunkt für Radeltouren im Voralpenland. Man benötigt nur etwas weniger als eine Stunde von München mit dem Auto. Ich bin natürlich wieder mit der Claudia unterwegs, aber auch mit unseren guten Freunden Marille und Peter. Unser Weg führt zuerst durch Bärbling und Au nach Bad Fallenbach. In Bad Fallenbach biegen wir Richtung Osten ab in Richtung Brandenburg. Von Brandenburg fahren wir zum Berggasthaus Schweinsteig. Bei der Auffahrt zum Berggasthaus sind die meisten Höhenmeter des heutigen Tages zu bewältigen. Nach einer Jause im Berggasthaus Schweinsteig geht es wieder bergab Richtung Brandenburg. Musik
Auf unserer Tour machen wir einen Abstecher zum Nickelheimer Moor. Die Nickelheimer Filze sind Bestandteil eines Zusammenschlusses mehrerer Hochmoore bei Raubling. Durch das Moor führt auch ein kleiner Rundweg von etwa 4 Kilometern, der aber nur zu Fuß zu begehen ist. Hier hat man früher in großen Mengen Torf gestochen. Zunächst nur in kleinen Mengen von den Bauern. Sie haben es benutzt als Einstreu in den Ställen, aber auch zum Heizen. Man nannte Torf auch die Kohle der armen Leute. Begonnen mit dem Abbau des Torfes hat der Torfbaumeister Josef Nickel im Jahre 1876. So entstand auch der kleine Ort Nickelheim. In der Nachkriegszeit begann Torf eher eine Bedeutung für den Gartenbau zu gewinnen. Im Jahr 2006 hat man den Abbau des Torfes beendet und man begann mit der gezielten Renaturierung des Hochmoores. Auf unserem Weg kommen wir an der barocken Wallfahrtskirche St. Johann Baptist und Heiligkreuz in Westerndorf am Wasen bei Rosenheim vorbei. Der Hauptraum der Kirche wird von einer gewaltigen Zwiebelkuppel gekrönt. Das Dach gilt als Deutschlands größtes Zwiebeldach und zählt zu den größten freitragenden Holzkuppelkonstruktionen Europas. An der Mangfall entlang geht es dann wieder durch Kolbermoor Richtung Bad Aibling. Unsere heutige Tour war 55 Kilometer lang, die wir in 3 Stunden und 17 Minuten geschafft haben. Dabei haben wir 402 Höhenmeter bewältigt. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Radeln und bis zum nächsten Mal.